machen wir hier noch weiter. Wir bewegen uns hier auf die Hubschrauber zu. Danke für die Hilfe. Bravo 6 Ende. Mit Aufnahmen werden wir noch Spaß haben. Das habe ich gehört. So. VIP ist gesichert und gewahrsam. Gut gemacht, Leute. Verstanden. Zurück zum Stützpunkt. Ich glaube, das war schon mit dem Fliegerzeug. Ich hätte das vielleicht noch sollten aufnehmen und nicht einen Schnitt machen. Ja. Naja, dann wird diese Folge halt wirklich so kurz. Ich muss zugeben, es ist schon spät und ich bin müde. Wir dauerten die ganze Nacht an, als US Marine bei der Verfolgung von Khalid al-Assad weiter Richtung Hauptstadt vordrang. Es gibt noch sporadische Kämpfe, da sich der Großteil von al-Assads Einheiten zum Präsidentenpalast rückzieht. Kommando, hier ist Lieutenant Vasquez. Morbig auf dem Weg. Das lassen wir uns nicht entgehen. Yo. Leute. Ich merke, dass ich auch müde werde, weil ich rede dann immer viel weniger als sonst. Achte auf sie hinten auf den Dächern. Green bereit, der hat eine Schoppe in die Gebäude gezogen. Bereit! Schütze! Schütze die Gebäude auf ein Ohr! Erste Schuss! Ziel erfasst! Feuer! Bereit! Ich wurde um. Bereit!
Okay. Ja, du. Ich hab leider Call of Duty Modern Warfare 2 und 3 nicht mehr die Story im Kopf. Aber hier gerade in dem Krieg, richtig Krieg hier, ne? Da geht was hier ab. Position an der Biegung halten. Over. Roger, unterwegs. Sind im Haus, ey. Alter Schwede. Das ist einer von uns.
unsere Ziele! Mal auf Boden! Okay, Patrick! Oben in der Men. Ja, behalt euren Teilkörper. Ich merke meine Müdigkeit. Erstens, ich rede viel weniger. Zweitens, meine Geduld mit dem Schießen ist auch nah. Hallo, ist noch jemand hier, den ich umbringen muss? Wow. Dort irgendwann keine mehr kommen.
Polizist sein. Wenn die da neu geboren, sofort zu erwachsen mit Waffen oder was? Weiter feuern! Mann. Griggs, nagel du sie von hier aus fest. Bravo, rückt ab und flankiert sie von der rechten. Sie ziehen dich zurück! Wachschwein, das könnte eine Falle sein! Okay, war keiner mehr. Außer der eine aus der Tür, der mir die Granate so schön entgegengeworfen hat. Komm schon, lass dich auf. Ich wusste es. Panzer die Straße rauf! Feindliche Truppen auf der Fläche! Im Süden! Warpig, Bravo 6, T-72 hinter dem Gebäude auf 10 Uhr. Sie können angreifen, over! Verstanden, Bravo 6, ich habe hier auf den Boden. Wechsel auf Modell. Ja, jetzt wir raus hier, das wäre sehr gut. Verdammt, Bravo 6, also, könnt ihr jetzt da? Bravo 6. Ich weiß mal nie, wann wo die schießen. Ja, ich weiß, wenn da Granate steht, muss ich aufpassen. Ja, so schlau bin ich auch. In dem Gebäude auf 10 Uhr. Sie können angreifen. Over. Verstanden, Bravo 6. Ich bin auf Infrarot. Das läuft manuell. Scheiße. Nichts wie raus hier. Komme durch. Verstanden, Bravo 6. Also, sind wir jetzt da? Bravo 6, das zweite Platoon ist unterwegs zum Treffen an ihrer Position. Wie ist der Status? Over. Die Wertvollladung ist heil und unterwegs. Wir sind bei Schnellstraße 4 und sollten bald Sichtkontakt zum zweiten Platoon haben. Feuert auf die da hinten! Okay, wir springen alle wie die Idioten da runter.
dem Weg zum Al-Assad zu holen. Wir brauchen jeden Mann, also kommen Sie an Bord, Uwe. Verstanden. Wir haben soeben Al-Assads Aufenthaltsort rausgefunden. Alle Mann an Bord. Na los. So, ich bin drin. Ihr könnt fliegen. So, nach dem Ladebildschirm mache ich dann einen Schnitt. Marines werden eventuell Al-Assad in der Hauptstadt entdeckt. Das 1. Bataillon ist auf dem Weg. Aufklärungsdaten des SAS lassen vermuten, dass Al-Assad einen russischen Sprengkopf besitzt. Wir müssen uns beeilen. Noteinsatzteams sind losgeschickt. Unsere Spezialeinheiten haben einen Großteil der Luftverteidigung ausgeschaltet, aber Al-Assads Bodeneinheiten sind noch eine Bedrohung. Sieht aus, als würden wir mit dem vollen Programm angreifen. Wir schnappen Al-Assad und beenden diesen Krieg. Jetzt von hier. Los, Marines! Ja, Pause. Das war's dann, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.